Gibt es eine Möglichkeit, wie man erkennt, ob man von schwarzer Magie oder dem bösen Auge betroffen ist? Ja, tatsächlich gibt es ein Mittel, das jeder von uns ganz einfach zu Hause anwenden kann. Und es hilft sehr stark gegen Zauberei, gegen den Schaden der Teufel und gegen das böse Auge. Und dafür braucht man lediglich Wasser und Lorbeerblätter. Aber wie genau funktioniert es? Man nimmt am Morgen, circa eine Stunde vor Sonnenaufgang, eine Handvoll dieser Lorbeerblätter und kocht diese in 3 Liter Wasser für 5 Minuten. Anschließend lässt man das Ganze 3 Minuten lang stehen und befüllt dann einen Becher mit dieser Flüssigkeit und trinkt diesen auf nüchternen Magen. Und mit dem restlichen Wasser duscht man sich. Es ist danach normal, dass man Übelkeit verspürt und vielleicht sogar erbricht. Und das Ganze wiederholt man alle paar Tage, bis man sich deutlich besser fühlt. Sollte die Übelkeit aber extrem sein oder man sich sehr schlecht fühlen, dann sollte man unbedingt einen Scheich kontaktieren, der sich mit der Ruqya auskennt. Bezüglich der Lorbeerblätter, so müssen diese nicht unbedingt frisch sein, aber sie sollten auch nicht extrem ausgetrocknet sein. Zum Ende ein wichtiger Hinweis. Solltest du Allergien haben, dann konsultiere bitte vorher deinen Arzt, ob du überhaupt Lorbeerblätter nehmen kannst. Wenn nicht, gibt es Alternativen, die wir in einem anderen Video aufzeigen werden. Erzähle mir in den Kommentaren von deinen Erfahrungen und bleibe standhaft.